zu einem neuen Video. Das ist ein sehr herbstlicher Vlog. Und zwar, es sind bei uns noch gerade Herbstferien, beziehungsweise es ist der letzte Tag der Herbstferien. Und ich wollte einfach wirklich noch gerne ein Video drehen, weil das letzte Jahr schon etwas länger her war und ich hatte einfach schon länger Lust. Ich hatte sehr viele Ideen, aber ich bin nicht dazu gekommen, eine der Ideen zu machen. Aber ich werde das jetzt machen. Also eine meiner Ideen werde ich jetzt machen, und zwar ein herbstlicher Vlog. Wie ihr sehen könnt, ist bei uns gerade sehr schlechtes Wetter und wir sind auf unserer Almhütte, wo wir immer sehr gerne sind in den Ferien oder auch am Wochenende, weil es hier echt sehr kuschelig ist und einfach schön und die Natur ist überall. Und jetzt werde ich euch gleich zeigen, was ich gestern gemacht habe. War gestern ein sehr schönes Wetter und da habe ich dieses wunderschöne Gras hier abgeschnitten, was bei uns hier wächst. Es ist jetzt nicht so viel geworden, also oben ist noch ein Korb, der hängt über dem Ofen. Aber hier trockne ich das auch so, damit es halt schneller trocken wird. Und ich finde, es ist einfach so schön. Jetzt im Video kommt es noch weniger rüber, aber es ist extrem grün und richtig saftig. Und das wollte ich für die Kaninchen mitbringen. Und zwar halt getrocknet in Heuform, dann können sie das bekommen, weil es hätte sonst nicht so lange gehalten. Und hier ist unser Ofen. Und das wärmt halt jetzt und dadurch trocknet es halt viel schneller. Ich habe es auch gestern in der Sonne getrocknet, aber es ist halt noch nicht ganz trocken geworden. Es ist schon teilweise recht trocken, aber noch nicht so ganz. Und ich bin richtig froh, dass es jetzt so ein richtig grünes Heu wird, weil die Kaninchen lieben es bei mir, wenn das Heu so richtig grün ist. Die sind manchmal auch so ein bisschen verwöhnt vom Heu her. Also die fressen auch nicht jedes Heu. Wir hatten schon mal ein Hüttenheu, was ziemlich braun war. Das wollten sie dann nicht fressen. Das habe ich dann nur als Strohersatz verwenden können. Und jetzt hatte ich eine Frage an euch, und zwar macht ihr selber Heu? Jetzt werde ich mich mal als Erster meine Hausaufgaben machen, weil ich ziemlich viel noch zu erledigen habe. Wenn wir in Aufbruchsstimmung sind, habe ich schon das Heu hier reingefüllt in so einen Plastiksack. Das kommt natürlich mit nach unten. Und in dem Plastiksack wurde halt vorher Einstreu transportiert, weil wir hier auf unserer Almhütte im Moment eine Voliere bauen für die Kaninchen, dass sie immer mitkommen können. Und wenn ihr dazu mal ein Video wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Da die Voliere noch nicht fertig ist, waren heute noch nicht die Kaninchen. Wir sind jetzt am Weg nach Hause und ja, es ist 13.07 Uhr. Ich bin jetzt ziemlich gerade vor 10 Minuten, 15 Minuten nach Hause gekommen und ich habe halt direkt bei den Kaninchen durchgekehrt und ihre Heuraufen frisch aufgefüllt und ihnen jetzt ein bisschen Trockenfutter gegeben. Also natürlich das gesunde, selbstgemachte Trockenfutter ohne Pellets und so weiter und so fort. Einmal mit ein bisschen Haferflocken, Trockenkräuter und so gemischt. Dann mache ich da eh mal ein Video dazu, also halte mich vor. Und ja. Ich habe jetzt gerade Schule aus. Es ist schon recht spät. Und Schule, falls ihr mich nicht richtig versteht, liegt daran, dass hier hinter mir gerade eine Straße ist, weil ich auf der Bushaltestelle bin und auf den Bus warte. Und ich wollte euch einen Tipp geben. Und zwar, wenn ihr euch denkt, ich habe immer zu wenig Zeit zum Wiese sammeln für eure Kaninchen oder auch Meerschweinchen, dann gebe ich euch den Tipp, einfach am Schulweg oder Uniweg oder was ihr auch macht, einfach immer was mitzunehmen, einen Sack halt, so einen Stoffsack habe ich immer dabei. Und dann kann man immer super pflücken, am besten nicht direkt an der Straße, sondern ein bisschen weiter weg. Aber so hier würde es auf jeden Fall gehen. Und bei uns ist jetzt halt leider nur noch recht altes Gras. Wächst bei euch noch frisches Gras? Ich bin gerade heimgekommen und jetzt haben wir gerade die Kaninchen ein paar Zieräpfel bekommen, wie ihr sehen könnt. Und sie haben ein ziemliches Chaos heute wieder verunstaltet. Das heißt, da werde ich es erst einmal aufkehren. Und dann kriegen sie noch ein bisschen Gras. Und wie man sehen kann, geht es den Zwergwachteln auch sehr gut. Und die kleinen Zwergwachteln werden wahrscheinlich morgen oder übermorgen schon hierher ziehen in den Stall. Dabei sind sie noch auf meiner Terrasse, weil sie dort noch die Wärmeplatte haben. Das zeige ich euch jetzt nicht, weil das nicht so spannend ist. Aber ja, die kommen dann hier hoch ins Obergeschoss, weil hier ist überall Plexiglas an allen Seiten. Und wenn sie sich daran gewöhnt haben ohne Wärmeplatte, dann können sie auch mit den anderen rausgehen. Und genau, die, also die fünf sind dann, also fünf sind noch zu vergeben, also sieben sind noch zu vergeben. Also wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben oder per Instagram. Und ärgerlicherweise, wie man sehen kann, haben die Kaninchen heute recht viel, dass die Buddelkiste als Toilettenersatz genutzt. Kennt ihr das, wenn eure Kaninchen einfach in die Buddelkiste kacken? Das ist ja nervig. Ich werde jetzt noch das Video schneiden, beziehungsweise halt die einzelnen Teile zusammenfügen und ein paar Versprecher und so weiter und so fort rausschneiden. Und dann werde ich es uploaden. Das ist quasi für mich jetzt, morgen online ist. Für euch ist es natürlich dann heute.
Und dann werde ich noch Hausaufgaben erledigen müssen. Dann habe ich noch Cello-Stunde. Und ich muss dann auch nochmal schönen Tag. Tschüss, Baba!